Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Schuckibanuki Daily. Wir begrüßen euch hier auf unserem Kanal und zwar der, hörst du mal auf, der Sascha und ich, der Christian. Ja, Christian. Heute am 5. November haben wir ein Geburtstagskind des Tages. Und was ist das? Wer ist das Geburtstagskind? Tilda Swinton. Was? Tilda Swinton. Denk nicht mal drüber nach. Wer ist denn Tilda? Vielleicht, wenn ich ihren bürgerlichen Namen Catherine Matilda Swinton sage, klingelt es dann? Nein. Bei mir nämlich auch nicht. Das hat uns die Redaktion hier reingeschmuggelt. Sie ist eine britische Schauspielerin in den Filmen Orlando, Michael Clayton, Burn After Reading. Hat einen Oscar gewonnen. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Hä, Tilda Swinton? Also, man kann ja in die Kommentare, glaube ich, auch Bilder reinposten, ja, oder? Oder irgendeinen, ja, Link oder, ja, sowas zu Tilda Swinton. Mach das mal. Tilda Swinton. Ich habe gerade überhaupt kein Bild vom Ende. Nee. Tilda Swinton. Auf jeden Fall, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Ja, ist ja gut, schleim dich nicht so ein. 5. November 1948. Mhm. Da wird der neugebaute Flughafen Tegel in Berlin eingeweiht. Der bis heute wahrscheinlich, egal wann die Leute diese Sendung gucken, immer noch im Dienst sein wird. Natürlich. Ja. Es landet zum ersten Mal eine DC-54 Skymaster. Mhm. Und das ist dann halt die Berliner Luftbrücke. Mhm. Stehst du? Stehst du? Ja. Das war am 5. November 1948. Am 5. November 1940, also 8 Jahre zuvor. Nee. Als erster US-amerikanischer Präsident wird Franklin D. Roosevelt für eine dritte Amtsperiode gewählt. Hörst du mal auf? Ja, Roosevelt. Roosevelt. Wird für eine dritte Amtsperiode, ja, gewählt. Heute ja nicht mehr möglich. Der hat ja eine vierte auf jeden Fall gehabt. Haben wir schon mal in der Sendung irgendwann gehabt. Eine vierte hat er schon mal gehabt. Aber ich weiß nicht, wie viel hat er insgesamt? Wie viele Amtsperioden hat Roosevelt? Bitte einmal hier in die Kommentare rein. Danke. Das wäre ja mal interessant jetzt, ja, wenn ihr das wisst. Ansonsten habe ich nichts mehr zum Hören. Nee, echt nicht. Ach, das gibt es doch gar nicht. Am 5. November, ganz schön kurz hier. Ja. Naja, dann sagen wir doch bis morgen, für 6. November. Genau. Cheerio, Miss Sophie. Ihr könnt doch den Kanal liken und sowas, wenn ihr Spaß gehabt habt. Dann könnt ihr morgen noch, morgen noch einschalten. So. Genau, Geld schicken. Was denn halt so machen? Ja, genau. Cheerio, Miss Sophie.